Und damit auch Hallöchen auf YouTube, mal wieder mal in einer kleinen Runde GTA Roleplay. Und es ist was Spannendes passiert. Ist eigentlich ziemlich interessant. Also nicht nur eigentlich, sondern es ist sehr interessant. Nämlich bin ich, glaube ich, bei Weasel rausgeflogen. Ich habe nämlich gestern kein Gehalt gekriegt und war dann... Hallo Mixmax! Moin! Hab gestern kein Gehalt gekriegt und war dann jetzt da. Was ist niemand da? Ich erreiche auch den Chef nicht. Und im Prinzip kann man das folgendermaßen könnte man das erklären. Ich habe ja dieses Praktikumsvideo gemacht und sonst haben die ja noch nichts von mir gesehen die letzten zwei Wochen. Was natürlich für die den Anschein erweckt, oha Digga, der staubt hier jeden Tag einen Haufen Kohle ab und macht aber nichts, ne? Andererseits schmeißen sie mich dann deshalb raus sozusagen, ja? Macht man, kannst du in der App nachgucken. Wie kann man da nachgucken? Ja, ist ja auch egal, ich bin bei Discord wieder raus, ich kann mich auch nicht mehr einstempeln, also ich bin dann komplett weg. Und jedenfalls ist es so, für die macht es natürlich dann Sinn, okay, den schmeißt mal raus, wenn er nichts macht. Auf der anderen Seite, ich habe gerade an 4 Projekten gearbeitet, ja, ist ja nicht so, dass das keine Zeit kostet oder so, ich habe an 4 Projekten gearbeitet. Also an 3, an diesem kulinarischen Essensding da hier in Los Santos, das sind 3 einzelne Videos. Und dann noch mit dem FD, also mit dem Fire Department hier so ein Interview über die neuen Fahrzeuge, aber der Typ ist zum Treffen nicht gekommen, wo wir uns jetzt treffen wollten, deswegen verzögert sich das auch. Aber, also ich verstehe das auf der einen Seite, dass die natürlich dann sagen, okay, wir schmeißen ihn raus, wenn er nichts macht. Aber auf der anderen Seite, mal ein Gespräch suchen, ich habe keine Mail, ich habe keinen Anruf, ich habe im Discord nichts, in echt, ja, also ich habe nichts, ich habe gar nichts. Wenn ich irgendeinen Mitarbeiter frage, keine Ahnung, wissen sie nicht. Und wenn ich halt Emily oder so anrufe oder einen Chef, dann sind die nicht da. Eigentlich müssen die dich in Kenntnis setzen. Ja, weil, weißt du, ich werde 1000 Mal gefühlt in den Support gerufen, weil ich wieder irgendeine Kleinigkeit falsch mache. Aber wenn du das mal realistisch siehst, ja. Du kannst halt ja nicht einfach, weißt du, ich arbeite bei der Deutschen Post in echt, habe einen Dienstausweis. Wenn ich morgens früh an meinen Rucksack gehe, ist der ja nicht einfach weg, der Dienstausweis, und komm nicht mehr ins Gebäude. Ja, nee, da wirst du natürlich gekündigt, richtig. Vielleicht ist ja auch nur ein Irrtum. Weiß ich ja nicht. Ist ja schon ein bisschen strange, ne? Ziemlich sus. Würde ich sagen. Ziemlich sus. Also ist halt, wenn mal für den Fall, es wäre jetzt wirklich so, dass die mich rausgeschmissen haben, dann ist das ja megast unprofessionell von denen. Also komplett unprofessionell. Das ist ja, es gibt ja dann nichts Unprofessionelleres als das. Ey, das ist hier immer so ruckelt. Ist der Dexter da? Auch nicht. Kenn ich, hatte ich auch oft. Was hat's jetzt genau auch oft? Was genau? Steh ich mal wieder auf dem Schlauch. Mensch, Timmy. Hallo. Moin, was geht? Nicht viel. Nicht viel? Ja, auch nicht viel. Auch nicht viel. Wieso nichts so? Keine Beitrag zu schneiden oder so? Bitte was? Kein Beitrag zu schneiden oder so? Nee. Weil ich weiß eh nicht, was jetzt hier Sache ist gerade. Wieso, warum? Na, weil ich aus alle Weasel News Sachen ausgeschlossen bin. Hä? Ich kann noch nicht mehr einstempeln, bin auch aus der Cloud raus und alles.
Ich sag mal, auf der einen Seite, ich habe natürlich jetzt, seitdem ich da bin, die 1,5 Wochen oder so, keinen einzigen Beitrag gebracht, aber ich arbeite halt gerade an 4. Deswegen ist es schon ein bisschen sass. Ich rufe mal Ted an. Okay, weil ich erreiche ihn nicht. Jo, Ted. Also bist du nicht mehr drin? Nee, ich bin hier nicht mehr dabei sozusagen. Also ich bin hier gar nicht mehr drin. Und jetzt halt das Ding, ich arbeite an 4 Projekten. Hast du diese Probedings, hattest du die gemacht? Und dann ja, das habe ich gemacht. Ich wurde ja aus dem Praktikantenstatus rausgenommen. Ja, okay. Das war erledigt. Hast du irgendwelche Sachen als Dings schon da mit reingetan? Also hattest du schon, wie heißt jetzt? Ein Beitrag, einen richtigen. Schon angefangen und. Na, also wie gesagt, also veröffentlicht hatte ich noch keinen, aber ich bin ja an 4 Stück sozusagen gerade dran. Mit der Emily zusammen. Weil die haben ja extra gesagt, dass man dann eine Dings da schon mal anfangen soll. Ja, ja. Damit man sieht, dass du da was machst, weißt du? Ted ist gleich hier und ich glaube genau das, was Timmy gerade gesagt hat, war das Problem gerade. Was denn? Weil dass keiner wusste, was du gerade machst. Ja, dann kann man mich ja mal anrufen oder so. Hat Ted anscheinend versucht. Ich habe keinen entgangenen Anruf von dem Kollegen. Okay. Ich glaube, bei so vielen Mitarbeitern ist es halt auch immer schwierig, das so zu überblicken. Und dann guckt man lieber in so kurz in App. Ah, okay, der hat jetzt seit einer Woche nicht eine Dings angefangen. Weißt du, was ich meine? Hi. Da bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Hallo. Hallo. Ich bin gerade bei Weasel. Bist du bei Weasel? Okay, ich bin vor deiner Bude. Ach so, fahr mal zu Weasel. In dem Fall. Was? Ich bin halt, ja, wie gesagt, ich bin vor deiner Bude, allerdings halt ohne Auto. Ach so, du hast ja bei mir gepennt. Ja, ich hab bei dir gepennt, weil wir zusammen unterwegs waren. Ah, okay, ich brauche noch eine Weile, weil der Chef kommt und schwätzt mal mit mir. Ich hab das jetzt mal angesprochen, aber ich komme dann gleich so 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Okay, alles klar. Ja, ich guck mich mal ein bisschen um hier in der Gegend. Alles klar. Bis dann. Jo, bis dann. Ciao. Ciao. Nix. Ich hab da gesagt, was los ist hier im Timmy und so und dem anderen und dann kam der Ups und dann kam, hey, hat der Ted gesagt, der kommt? Weil anscheinend das Problem ist, dass ich ja die letzten Tage nichts gemacht habe. Also kein Projekt am Laufen hat und nix. Und man nicht weiß, was los ist. Bitte sehr. Hi. Bin ganz Ohr. Ich bin ja raus, soweit ich das gesehen habe. Ja. Das wird ja kein Missverständnis gewesen sein, glaube ich mal. Nein. Hast du eine Ahnung, warum? Also ich schwätze jetzt mal frei raus. Sag mal einfach deine ehrliche Meinung. Warum glaubst du, bist du draußen? Nein, ich bin ja jetzt wie lange dabei? 1,5 Wochen? 2? So in die Richtung, ja. So ungefähr. Und habe ja im Prinzip bloß das Praktikumsding, also dieses Jahr das Praktikumsbewerbungs-Video gehabt bis jetzt. Mhm. So, und keinen richtigen Beitrag. Mhm. Ich denke mal, das wird so ein guter Grund sein, ne, dass man halt nichts sieht von mir. Du triffst den Nagel ziemlich auf den Kopf. Ja, ich habe so... Frage, was habe ich dir am Anfang gesagt, wie ich dich eingestellt habe? Was ist das Wichtigste? Dass man so 1-2 Beiträge die Woche bringt. Ja, nicht einmal das ist das Wichtigste, sondern dass du spürbar bist, also dass du Kommunikation. Was habe ich gesagt mit den Beiträgen eröffnen, bei unveröffentlicht, dass man sieht, dass jemand was tut? Okay. Das ist genau das gleiche Missverständnis, wie wir es schon bei zig anderen Mitarbeitern hatten. Mhm. Wenn du, sag mir mal bitte, an wie vielen Artikeln arbeitest du? 4. Gerade. Bitte? 4. Ja. Wären diese 4 Artikel bei unveröffentlicht drinnen? Ach so, dann würdest du das sehen. Als eröffneter Artikel, wo drinnen steht, zum Beispiel, keine Ahnung, Wildsau rammt Kopf,
unten drunter steht irgendwas von Reporter oder der Kameramann oder der Artikelaufmacher ist Ethan Gray, dann würden wir sehen, eben auch okay. Thomas, dass du arbeitest. So wissen wir es nicht. Dann haben wir von irgendwo gehört, dass du eventuell krank bist, dass du das, keine Ahnung. Und weißt du, Ethan, dann gibt es halt einfach nur eines, nämlich die Kündigung. Und zwar nämlich auch noch in der Probezeit, weil dann müssen wir uns nicht rechtfertigen. Ah. Ja. Aber, das kommt das große Aber. Wenn du sagst, du hast Bock und du nimmst die Regeln an, die sie, wie sie hier herrschen, dann bist du sofort wieder eingestellt. Naja, ich komme ja hier nicht her, um Kohle abzukassieren und dann will ich nichts machen. Also, das unterstellt dir auch keiner. Und ich will halt, weißt du das mit dem Bewerbungsvideo? Das war ja auch so ein Ding. Ja. Weil dann ja Emily ja kam, das hat sie ja mit dir gesprochen gehabt, glaube ich sogar. Ja. Da wüsstest du ja, was los ist, glaube ich. Ja, und ich habe die Aktion erklären. Auch nicht geil gefunden. Und nee, das hat sich ja alles geklärt. Weißt ja, du, darüber habe ich auch mit dir gesprochen. Dass sie das mit Neo, die Aktion, fand ich jetzt auch nicht ganz cool. Aber die Frage ist, Ethan, möchtest du weiter hier arbeiten? Ja, selbstverständlich. Ich arbeite an 4 Videos, die werden alle der Hammer. Deswegen brauche ich ja den Heli, das hatten wir ja mal telefoniert. Dann stelle ich dich jetzt ein. Dann weißt du genau, was original jetzt zu tun ist. Nämlich 4 Artikel eröffnen und das reinstellen. Ja, okay. Also im Prinzip, wenn ich an irgendwas arbeite, egal was es ist, tue ich einen unveröffentlichten Artikel reinmachen. Richtig. Dass man weiß, aha, richtig. Der Ethan, der macht was. Genau so ist es. Okay. Ja, tut mir leid, dass das so mega dämlich ist. Nee, gar nicht. Aber deswegen ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, dir einfach zu kündigen und dir die Kohle wegzunehmen, weil dann stehst du nämlich auf der Matte. Wärst du nicht gekommen, wüsste ich, okay, der Typ ist vielleicht ausgereist oder hat keinen Bock mehr oder was auch immer. Ja. Verstehst du? Aber du stehst jetzt vor mir, erklärst dich und alles ist gut. So, dann komm mit. Junge. Okay. Okay, macht natürlich Sinn. Aber hat mir halt anfangs auch keiner erklärt, ne? Okay, so. Oder wenn du krank bist oder sowas, einfach sagen, ne? Ethan schreibt mal E-T-H, ne? E-T-H-A-N, genau. Genau, Ethan Gray mit A-Y, ne? E-Y, ganz wichtig. Mit Ethan Gray. Okay, dann festgehalt 28 Stunden. Dann unterschreibe ich da mal. Mach kurz eine Kopie hier. Jo. Okay, hit it up. Macht natürlich Sinn, weißt du, aber ich hätte davon ja auch mal ein bisschen was gesagt bekommen können, sozusagen, ne, dass man das immer unveröffentlicht machen muss, im Prinzip. So, bitte sehr, mein Lieber. Okay, ich danke dir auf jeden Fall. Servus, Kardashian. Fahrt auf der Probefahrt. Ja, die junge hübsche Dame ist natürlich vor dir dran, auch wenn du mein Chef bist. Du Lustiger, das ist ja mein Anruf gewesen, wegen ihr. Aber ich fahr gern mit. Okay, so, Ethan, okay. Stempel dich wieder ein, also, alles ist gut, das andere mache ich mit dem Gehalt anpassen etc. Und mach halt, du musst ja nicht alle 4 gleichzeitig aufmachen, dann aber später. Zumindest 2, 3. Ach, ja. Irgendwas halt, dass mal was da ist. Ja, das ist auf jeden Fall. Okay, ich danke dir fürs Gespräch auf jeden Fall. Super, gerne Ethan, willkommen zurück. Du, ne? Ja, du weißt, Ted, du weißt, dass das ein 2. Ah ja, ich fahre noch mit. Okay, also, dann haben wir das. Ah, dieses Fraktionsmenü, Alter, dass das bei mir immer ewig braucht. Ah, genau. Das muss ich noch sagen. Das ist so schön. Du hast übrigens Leicester-Schwester, ne? Leicester-Schwester. Ja, passt. Eine Sache hätte ich noch. Ja, Ethan? Die von Bedeutung wäre. Ja, gerne. Nix reinkommt. Ich habe jetzt da. Übermorgen? Ja. Also ab morgen Nacht sozusagen bin ich bis nächsten Donnerstag weg. Reinkommt, weil dann kann ich gleich. Ja, da muss ich das Land verlassen. Überhaupt kein Thema. Schreib's auf schwarze Brett, wenn du möchtest. Genau. Oder Urlaubsantrag oder wie auch immer. Ich weiß jetzt Bescheid, das ist immer das Wichtigste. Und so, ich passe jetzt ganz kurz mal dein Ding an. Ethan Gray, das ist Kamera, / Cut. Und was haben wir gehabt? Ich glaube, du warst Rang 6. Weil du warst ja schon fertig mit dem Praktikum und hattest diese Summe, genau. So, alright. Genau, dann trage ich das ein.
Genau, alles beim Alten. Ich mache jetzt noch die Dinger rein, genau, und gucke, ob wir da schon was geschrieben kriegen, wenn ich jetzt noch Emily erreiche.